Dieses Mal bin ich an einem der gefährlichsten Orte in Deutschland. Das alte Land gilt mit seinen unzähligen Obstplantagen nicht umsonst als das Labyrinth der Nordhalbkugel. Hier zu überleben, wird mir alles abfordern. Ein einheimischer Farmer setzt mich am Rande seiner Plantage auf. Von hier aus sind es gut 6 Stunden bis zur Zivilisation. Ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Mein Kamerateam wird mich begleiten. Als erstes muss ich die Marschroute bestimmen. Die Appellier-Indianer haben mir einmal gezeigt, dass ich mein Smartphone dafür nutzen soll. Da lang. Oh, Bear! Wait! There's a river! Der Fluss sagt, da lang. Ene mene mu und raus bist du. Ene mene mu und raus bist du. Lasst uns da lang gehen. In der Zwischenzeit hat es einen schweren Schneesturm gegeben, den ich glücklicherweise in einer Felsspalte aussitzen konnte. Nun mache ich mich weiter auf den Weg. Jedoch macht mir der Nahrungsmangel so langsam zu schaffen. Wow, hier ist ein seltener Apfelbaum. You can eat it. Man kann es essen. Whoa, 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 whoa. Seht, da ist eine Wasserquelle. Catch the water. Das Wetter hat sich etwas beruhigt, doch das ist nicht die einzige Gefahr in dieser Gegend. Ich habe von einem Wanderer gehört, der mit seinem Hund in einen Graben gefallen ist und diesen erst nach 30 Sekunden aus eigener Kraft wieder verlassen konnte. Ich muss höllisch aufpassen, aber jetzt werde ich erstmal einen guten Aussichtspunkt suchen. Hey, nice tree. Ein schöner Baum. Ich werde hinaufklettern. I will climb on it. Solche Bäume zu erklimmen, birgt immer ein gewisses Risiko, denn es besteht die Gefahr, von Ästen erschlagen zu werden. Auch ein Angriff durch Raubvögel ist möglich, doch ich will es riskieren. Ich muss mir einen guten Überblick verschaffen, um aus dieser verdammten Hölle zu entkommen. This way. Da geht's lang. Doch diese Gegend kann auch ihre schönen Seiten haben. Nirgends auf der Welt findet man einen Sonnenuntergang wie diesen. Wow. Look, this seht, is a twat plant. Das ist eine Kackwurstpflanze. Sie ist ein guter Zunder. Lasst uns Feuer machen. Ein warmes Feuer ist in einer Gegend wie dieser das A und O. All die Arbeit, die man in die Entfachung eines Feuers steckt, bekommt man von ihm in dreifacher Form zurück. Ein fantastisches Gefühl. Jetzt ist mir mollig warm. Doch ob das Feuer überhaupt reicht, um zu überleben, werdet ihr beim nächsten Mal sehen.